Wir sind hier am 8. Hohenstufenpokal im schönen Binningen auf diesem schönen Segelfluggelände. Wir machen ein internationaler World Cup F3B. Wir haben hier 4 Nationen, nehmen teil: Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland. Wir machen hier 3 Disziplinen. Der eine ist Thermikflug, die zweite Streckenflug und die dritte ist Speedflug. Das ist eine Winde. Mit dieser Winde werden die Modelle hochgezogen. Hier drauf hat es Seile. Dieses Seil ist 200 Meter lang. Von dem Seil wird das ausgezogen, noch 200 Meter durch diese Umlenkrolle retour. Die Batterie dazu, dass Winde auch läuft. Das ist eine Fernsteuerung, die die Piloten haben. Es gibt verschiedene Modelle. Die Knüppel sind für die Steuerung des Modells, für Höhe, Quer und Seite. Auf dem Display wird die Akkuspannung vom Modell wird angezeigt. Die Höhe darf nicht angezeigt werden, das ist im Wettbewerb verboten. Das ist ein Wettbewerbsmodell für F3B mit Querrudern, Wölbklappen, Höhensteuer, Spannweite ungefähr 3 Meter, ist Standard, Leergewicht etwa 2,2 Kilo. Wenn er voll beladen ist für den Speed, kann er bis 3,5 Kilo schwer sein. Die meisten fliegen solche Modelle.